Ich habe nur vorhin so ein paar Fragen gesehen, was ein paar gefragt haben wegen meinem Sucuk-Laden und sowas. Da können wir gerne auch mal ein bisschen drüber quatschen. Jetzt, ich habe ja jetzt auch lange nicht drüber geredet. Ja. Ich habe ja jetzt seit über einem Monat, die Zeit fliegt. Ich habe ja am, glaube ich, 21.10. die Eröffnung gehabt. Wir haben jetzt der 30.11. Wenn ihr da ein paar Fragen habt, schreibt sie gerne rein. Das kann ich einfach mal so ein bisschen erzählen. Also ich bin sehr zufrieden, wie das angekommen ist bisher in dem ersten Monat. Natürlich, der erste Monat ist logischerweise immer der beste Monat, weil du da halt einfach am meisten Umsatz machst, weil, habt ihr ja gesehen, an Tag 1 und 2, der Laden war bis um 80, 90, 100 Meter Schlange, keine Ahnung, wie viel Meter Schlange das war, ging auf jeden Fall ab, aber jetzt aktuell kommen auch immer noch sehr viele Leute rein, vor allem am Wochenende, also Umsatz ist auf jeden Fall schon gut. Ich kann jetzt hier leider nicht genau über Zahlen reden, was da jetzt umgesetzt wird, Leute, aber ich kann schon sagen, es ist auf jeden Fall echt stabil. Also, ich bin gespannt, wie sich das etablieren wird. Ne? Das ist so der Punkt, der mich am meisten interessiert. Weil ein gutes Produkt hast du erst auf dem Markt, wenn sich das über eine längere Zeit auch über Wasser hält. Und nicht so, keine Ahnung, 2 Monate Hype hat und dann geht da keiner mehr hin als Beispiel. Aber jeder, der da hingeht, sagt mir auch seine ehrliche Meinung. Sowohl bei Insta oder auch Kollegen, die ich treffe und die mir das dann sagen. Also, Durchschnittsbewertung, würde ich sagen, ist so 8 von 10. 8 von 10, was für mich eine sehr gute Bewertung ist. Ich erwarte nicht, dass die Leute sagen, das ist 10 von 10. Ich finde es auch geil, wie die Leute das in meiner Heimatstadt annehmen, dass die Leute sagen, ey, sowas hatten wir noch nicht in Düsseldorf, du hast das als Erster hingebracht. Sowas macht einen auch dann stolz und froh zu hören, wenn Leute sowas sagen. Also, für die, die es noch nicht wissen, ich habe einen eigenen Sucuk-Dönerladen in Düsseldorf aufgemacht. Und ja, ich bin bisher sehr zufrieden, was da alles so abgeht. Es ist viel los, es gab am Anfang viel Stress wegen Mitarbeitern und all sowas da. Erstmal ein Team aufgestellt zu bekommen, was dann alles vernünftig regelt, weil wir waren echt überfordert. Wir hätten alle nicht damit gerechnet, dass so ein riesen Ansturm ist. Und es kamen auch wirklich viele, viele, das weiß ich sehr zu schätzen, YouTuber-Kollegen und Freunde vorbei, die Videos gedreht haben. Sowohl Willi war da, was mich sehr gefreut hat. Roat war da, Abu Goku, so viele. Holle war da. Das freut mich natürlich auch und ich hätte nicht damit gerechnet, dass da so viele Leute kommen. Weil klar, viele Leute haben auch schon ihre Produkte auf dem Markt. Ne? Zum Beispiel hier Getränke, Klamotten. Und ich hätte auch natürlich Bock, Klamotten rauszubringen, so meinen eigenen Schlafanzug mal und sowas. Aber ich dachte mir, ich versuche mal was bisher noch keiner so wirklich gemacht hat, einen eigenen Laden. Klar, ein, zwei YouTuber haben, glaube ich, auch in Deutschland einen Laden aufgemacht, aber nicht so einen Sucuk-Dönerladen. Und es kam bisher super an. Also, der Laden heißt Sucuk & Chill. Und ja, es war wirklich sehr, sehr viel los die ersten Zeit. Jetzt ist immer noch vor allem Wochenende viel los. Klar, unter der Woche gibt es noch mal Tage, da ist weniger los, aber so ist das Geschäft und wir haben noch aktuell keine Lieferdienste, weil die brauchen da ein bisschen länger, was mich auch wirklich abfuckt. Die kamen schon vorbei, haben Fotos gemacht und so. Also ich will ja am liebsten natürlich auch bei Lieferando rein, Uber Eats, Volt, dass man auch Lieferdienste hat. So kann man sein Geschäft noch weiter erweitern, weil wir haben eine sehr gute Lage. Der Laden ist ziemlich zentral in Düsseldorf. Das heißt, man kann überall hinliefern und ich kriege auch Nachrichten von Leuten, da denke ich mir, Alter, So richtig komische Nachrichten. Ey, nee, dein Mitarbeiter hat in den Döner gespuckt, der hat da noch reingespritzt. Und was soll das? Wir werden ja alle verarscht. Ja, ich denke mir einfach, Alter, was geht bei diesen Leuten ab? Ich ignoriere solche Nachrichten und blockiere diese Leute, weil es ist absolut respektlos, sowas zu schreiben und so eine Kacke zu schreiben. Der Laden ist eine Bereicherung für alle, die dich so kennen und verfolgen, weil Essen ist richtig schlau und Sucuk-Döner ist auch beliebt. Dankeschön, Bro. Ich bin ja einer, der sehr viel isst und sehr gerne isst und da auch meine Freude mit euch teilt. Und deswegen fand ich das auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Idee. Was natürlich auch man bedenken muss, man hat sehr viele Ausgaben auch für den Laden. Na, jeden Tag gehen Bestellungen raus für Fleischspieße, für Getränke, für Brot und all sowas. So am Ende, als Beispiel, wenn man jetzt 50.000 Umsatz hat, dann hat man auch seine bestimmt 20, 25 oder 30.000 Ausgaben. Am Ende bleibt dann auch eine gewisse Summe netto für einen selber über. Ich weiß jetzt gar nicht, was bei mir den ersten Monat übrig geblieben ist. Ich mache das ja mit einem sehr guten Freund von mir zusammen. Wir machen da 50-50. Er übernimmt so die Arbeit, was so Organisatorisches angeht und Verwaltung und all sowas. Und ich bin quasi so das Gesicht mit der Werbung und allem. Und da muss ich auch mal mit dem quatschen. Ich weiß, ich wollte mir auf jeden Fall monatlich immer was auszahlen lassen, weil ich muss ja jetzt auch bald meinen Hauskredit abbezahlen, Freunde. Und ich brauchte auf jeden Fall Geld beiseite. Und klar, ich habe diesen Laden aufgemacht. Natürlich, da brauchen wir nicht um den heißen Brei zu reden. Natürlich auch, weil ich Geld machen möchte damit. Keine Frage. Es wäre dumm, wenn ich sage nein. Und das war so der erste Step für mich, so was Neues aufzubauen. Ein zweites Standbein aufzubauen. So, und wenn das gut läuft jetzt hier in Düsseldorf, kann man vielleicht überlegen, in einer anderen Stadt das auch noch aufzumachen. Ne? Also man merkt auch, das ist ja immer so, wenn du ein Produkt rausbringst, du wirst halt nie alle Leute zufriedenstellen. Ne?
Es gibt immer Leute, die sagen, denen gefällt es nicht. Ist auch völlig okay, solange die es vernünftig begründen, was denen nicht passt. So, was die meisten gesagt haben, was denen nicht so gut gefällt, ist, dass man, dass nicht der Fleischgeschmack so krass intensiv ist wie zu Hause. Ne, das haben viele gesagt. Kann ich verstehen. Weil viele kommen vielleicht mit einer falschen Erwartungshaltung hin, dass du da hingehst und denkst, boah, Sucuk, das ist eine komplette Explosion im Mund. Ich stink danach 10 Tage nach Knoblauch. Das ist ja extra nicht so gemacht worden, Leute. Weil wir haben ja auch in der Umgebung viele Mitarbeiter, viele Bürogebäude. Und wir wollen ja auch nicht, dass die Leute kommen und sich denken, boah, ich habe jetzt 10 Tage Mundgeruch, ich gehe jetzt nicht dahin. Sondern, dass die Leute wiederkommen. Ne, wir haben auch wirklich Leute, die kommen alle 2 Tage vorbei. Die sagen, das schmeckt denen geil. Und das ist ja gerade das Geile, dass du so ein Komplettpaket hast, das nicht nur das Fleisch zählt, sondern auch das Brot, die Soßen, der Salat. Das ist im Komplettpaket ein gutes Produkt. Ich finde, Abu Goku hat dazu ein sehr, sehr gutes Video gemacht und das auch wirklich auf den Punkt gebracht, zusammen mit Breitenberg. Ich bin dabei, gerade auch mit den Jungs zu labern, dass man vielleicht ein Gewürz rausbringt, was dann nochmal ein bisschen mehr Intensität gibt für die Leute, die es intensiver haben möchten. Aber die Jungs, mit denen wir dieses Produkt quasi aktuell machen, die haben gesagt, dass die das schon versucht haben mit einem Spieß, der intensiver ist. Aber dieser Spieß ging dann nicht so gut ab, hat für Bauchschmerzen gesorgt und Sodbrennen. Bei mir ist es genauso, Leute. Wenn ich zu Hause Sucuk esse, dann, keine Ahnung, wenn ich zu viel esse, kriege ich Sodbrennen, Magenschmerzen. Und das habe ich bei meinem Produkt, was ich anbiete, nicht. Und ich möchte auch nicht dieses Risiko eingehen, dass ihr da draußen bei mir essen kommt und am nächsten Tag mir schreibt, ey, nee, ich habe voll Bauchschmerzen bekommen. War zwar intensiv, aber mein Bauch tut weh. So, das will ich halt nicht. Ne? Deswegen haben wir uns das so überlegt, das nicht zu intensiv zu machen, und dann nehmen wir das auch in Kauf, dass die Leute sagen, ey, das ist uns nicht intensiv genug. Wenn du es intensiver haben möchtest, dann mach dir zu Hause deinen Sucuk in der Pfanne. So, ganz einfach. Aber man kann sich auch, wie gesagt, nochmal ransetzen, das werde ich auch machen, und gucken, dass man vielleicht nochmal ein Gewürz rausbringt oder eine Soße, die mehr Geschmack reinbringt für die Leute, die es wirklich intensiver haben möchten. Ne? Genau, genau. Eltern sind auch stolz darauf, dass so ein Laden jetzt von mir gemacht worden ist, dass ich was Neues probiere. Und Freunde, ich sag euch ehrlich, auch wenn, als Beispiel, was ich natürlich nicht hoffe und was ich auch, denke ich, nicht passieren wird, dass in 6 Monaten keiner mehr hingeht, als Beispiel, und ich dann vielleicht am Ende ein bisschen Minus gemacht habe, dann ist es so. Aber das ist ein Spruch, den solltet ihr euch merken fürs Leben, Leute. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. So, und als Beispiel, es kann sein, dass es abgehen wird, dass es noch weiter abgehen wird. Es kann sein, dass es nicht abgehen wird. Dann hat man aber wenigstens was versucht, was Neues zu probieren. Man muss ja ein bisschen Risiko eingehen in seinem Leben, ne? Und ich bin nicht mit der Einstellung reingegangen, dass ich diesen Laden aufmache und damit jetzt, keine Ahnung, Kohle ohne Ende verdiene, sondern ein cooles Produkt in meine Heimatstadt Düsseldorf bringe, wo ich lebe, wo ich aufgewachsen bin, was eine Bereicherung ist für unsere Stadt, weil es hier noch nicht gibt, dieses Produkt, und damit natürlich auch Geld verdiene. Ne? Und das, finde ich, habe ich bisher ganz gut getroffen und bin gespannt, wie es weitergeht. Ihr könnt auch gerne vorbeikommen, Freunde, würde mich sehr freuen. Wir haben auch gewisse Aktionen, Mittagsangebote und all sowas. Kommt gerne vorbei nach Düsseldorf, Adersstraße 2, 40215 in Düsseldorf. Ich werde auch demnächst wieder öfter am Start sein, werde das bei Instagram ankündigen, dann könnt ihr mich dort auch treffen, wir können Fotos machen, wir können quatschen. Ich werde da ganz normal zu jedem Hallo sagen und ja, mich freuen über jeden, der kommt. Und dann schauen wir einfach mal, wen man da so treffen wird. Deswegen, Leute, Dankeschön, Kuss, dass ihr mir sowas ermöglicht, und ja, das war's an der Stelle so, ja.